Hallihallo, Suicide Gossi wieder hier. Yay! Und wir befinden uns weiterhin in Megaton bei Fallout 3. So, Moment, wir können ja mal schlafen. Fällt mir gerade so ein. Ich hoffe, es verläuft heute alles nach Ihrem Geschmack. Du stehst im Weg. Das läuft nicht nach meinem Geschmack. So, schlafen, eine Stunde. So. Hui! So, dann gucken wir mal jetzt raus. Jetzt sind wir ja ungefähr so 4.58 Uhr. Ja, okay. Nicht gerade gut, nicht gerade gut, nicht gerade gut. So. Dann muss ich ja jetzt mal gucken, weil wir müssen entweder hier rein oder da rein. Und wer bist du denn? Ha, sieh mal an! Habe ich mit dir schon geredet? Nee. Haben Sie schon mal von der Enklave gehört? Dem letzten Überrest der guten alten USA? Ich kenne sie überhaupt nicht, aber ich halte sie für einen Patrioten. Und alle guten Patrioten werden ihre Waffen für die Enklave einsetzen. Bald sind sie hier. Dann hat der Albtraum endlich ein Ende. Aber was rede ich Ihnen die Ohren voll? Ich bin Nathan. Was kann ich für Sie tun? Warum die Unterstützung für die Enklave? Warum? Vorlesen, ey. Sehen Sie sich mal um. Die guten alten USA, klar. Das Land sieht heute etwas anders aus. Aber wir stehen auf amerikanischem Boden. Ihr habt euch zerbombt. Auch wenn Sie in einer unterirdischen Welt geboren wurden, wurden Sie in den Vereinigten Staaten geboren. Falsch, wir sind nämlich auf dem Ödland geboren. Wissen wir schon. Es Stimmt. ist Ihre und meine Pflicht, unser Land und unseren Präsidenten unter allen Umständen zu unterstützen. Verstanden? Nein, die Regierung und der Präsident sind mir sowas von egal. Oh, das will ich jetzt mal... Tja, wir können uns nicht alle Gedanken machen. Warum auch? Dafür ist doch die Regierung da. Soll die sich doch um alles kümmern? Okay, ich habe eine bessere Antwort gehofft. Sagen wir so, warum wissen Sie so gut Bescheid, wenn Sie die Enklave noch nie gesehen haben? Sie haben einen Radiosender. Schon seit Jahren. Präsident Eden spricht über alles, was Sie machen. Überall gibt es fliegende Roboter, die alles beobachten. Sie wissen also, was zu tun ist, wenn Sie hier reinstürzen und diesen Ort ausräumen wollen. Wissen Sie, die Leute glauben, ich bin nur ein verrückter alter Mann. Bist du. Aber die Dinge werden sich ändern, wenn die Enklave hier eintrifft. Das glaube ich auch. Was ist diese Enklave überhaupt? Die Enklave ist die amerikanische Regierung. Der Adler. Wir, das Volk. Die perfekte Einheit. Wir, das Volk. Das fand ich lustig. Ich muss jetzt gehen. Ciao. Um's zu erfahren. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung, wo wir als nächstes hin müssen. Ich muss aufstoßen. Vielleicht, weil ich einen Döner gegessen habe. Vielleicht aber auch nicht. So, gucken wir mal. Na, du bist zu langsam. Bei Half-Life 2 gibt es wenigstens noch, dass man so schneller laufen kann. So. Aber das geht bei Fallout 3 nicht. Hey, ich kann hier schon rein. Das ist gut. Kann ich die erste Aufgabe nämlich abarbeiten. So. Du. Hüttentür. Walter. Ich wecke dich. Los. Ja, was denn? Die Rohrleitungen wurden alle repariert. Das ist ja... Die Anlage hat wieder vollen Druck. Sie haben offenbar alle Lecks ausgebessert. Danke. Ich danke Ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie wieder reißen. Und dann ist vielleicht niemand hier, um Sie zu reparieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen von mir Kronkorken für jedes Stück Alteisen, das Sie mir bringen. Altmetall gibt's genug. Es liegt im ganzen Ödland verstreut. Mit einem kontinuierlichen Nachschub an Altmetall kann ich die Anlage und die Rohre instand halten. Was meinen Sie? Hört sich gut an. Ich bringe die Teile mit, die ich finde. Hervorragend! Diese Teile werden die Anlage und die Wasserversorgung der Stadt in Gang halten. Kommen Sie gleich zu mir, wenn Sie wieder Teile finden. Okay, hast du mir jetzt meine Altmetallteile abgenommen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Hilfe. Ach übrigens, Geschichten, das kann ich jetzt mal aktivieren. Fallschirm um 1 erhöht. Toll. Hat das richtig viel gebracht.
Bei sonstiges ist das, glaube ich. Nö, ich habe noch Altmetall. Na okay, leg dich wieder hin. Okay, das bringt mir sowieso nichts. Hier ist sowieso nichts Tolles. Ist ja nur eine Wasseraufbereitungsanlage. So, gucken wir mal, ob der Supply auf ist oder nicht. Der Supply ist zu. Okay, dann werden wir hier jetzt warten. Ich denke mal, so viel wird es wird auch 2 Stunden reichen. Aber machen wir mal 3. So, jetzt ist es offen. Okay, Moira, wir wollen mit denen reden. Feldforschung? Und? Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Markt? Ich habe... Will ich ihr das antun? Ja, ich werde es mal antun. Ich habe im Super-Duper-Markt geguckt, aber da war nichts. Wirklich? Ach, das ist schade. Ich schätze, die Leute haben dort wohl zuerst nach Nahrung gesucht. Darum ist wohl alles schon längst geplündert. Trotzdem war es gut, dass Sie nachgesehen haben. Als Dankeschön gebe ich Ihnen Lebensmittel. Ach, ja, mal schade, dass Sie dort keine gefunden haben. Ja, schon schlimm. Sie haben Karma verloren. Und schließen wir das Kapitel mit der Recherche über Landminen ab. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte. Und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Okay. Klingt irgendwie ungesund. Inwiefern würde es sich für mich auszahlen? Dafür, den Minen auszuweichen, belohne ich Sie sinnigerweise mit Sprengstoff. Und zwar mit Splittergranaten, von denen ich neulich viele reinbekam. Wenn Sie mir auch was zum Untersuchen mitbringen, kann ich Modifikationen für Sie vornehmen. Es geht doch nichts über das Herumfummeln an Minen. Stimmt, das ist ja total ungefährlich. Es ist halt ungesund. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Keine Sorge, da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Und es Minen gibt? Wenn es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Danke. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Okay. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Na klar doch. Was hast du denn Schönes? Du hast was für mein Haus. Eine Jukebox. Brauche ich nicht. Eine Lederrüstung. Brauche ich auch nicht. Psychosadisten. Raketenwerfer. Okay. Du hast nicht das, was ich haben will. Gut. Dann nicht. Gut, dann muss ich jetzt gehen. Keine Mätzchen, ja? Ja, ist ja gut. Wir gehen jetzt... Ja, wir müssen jetzt theoretisch dahin, aber ich möchte da nicht hin, ich möchte jetzt zum Super-Duper-Markt. Und wir gehen jetzt nämlich so, Aufgabe, der tritt in seine Fußstapfen. Wenn man auch noch lesen könnte, wäre es auch noch klasse. So, gucken wir mal, wir müssen jetzt als nächstes dahin, da bin ich ja schon mal in die richtige Richtung. Aber anscheinend muss ich dafür den Fluss überqueren. Das ist blöd. Oder werde ich jetzt mal schwimmen gehen? Ach, wisst ihr was? Ich gehe mal schwimmen. Ich glaube, das ist hier vollkommen ungefährlich. Außer, dass ich natürlich einen Red kriege. Und ich Sauerstoff verliere. So. Entdeckung. Metro Station. So schnell kann ich nicht vorlesen. Okay, gehen wir in die Metro Station. So schnell kann ich nicht vorlesen. Dann los. Hier ist bestimmt wieder irgendwas. Also sind wir auf der Hut. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen dahin. Gut zu wissen, wo das ist. Dann gucken wir mal. Bärenfallen, Ghule, irgendwas. Raider gibt's auch. Roboter. Hallo? Das kann ich sogar. Gut, auf einigen Terminals können Sie mit Passwort nur mit der Fertigkeit. Sie haben 4 Versuche. Ja, Hackvorgang kann jederzeit abgebrochen und. Toll, das bringt mir sehr viel.
Ich habe 5 Versuche. Ha. Okay, gehen wir jetzt mal ganz sinnvoll los. Das ist Craft, nee. Shape, Crass, Blast. Hey, gleich beim ersten Mal. Schön. Okay, Metroprotektoren aktivieren. Entschuldigung, das war meine Flasche. So. Metro-Rolltreppen einschalten. Okay, dafür Wertungsversionen. Metro-Beleuchtung einschalten. Okay, das geht nicht. Jetzt habe ich dich ja auch angemacht, oder? Greifst du mich an? Bitte, Metro-Sicherheitsprotokoll wird initialisiert. Das ist schön. Was habe ich hier? Ein Metro-Ticket. Okay, jetzt habe ich mir anscheinend einen... Bedrohungslevel Omega. Tödliche Gewalt.